Ja, dies ist also unser Modell Rain und den haben wir vor Jahren, eigentlich so Ende der 70er Jahre schon mal gebaut. Dann war er lange Jahre nicht gefragt und wir haben ihn wieder neu aufgelegt. Das ist übrigens etwas, was wir mit Stühlen häufiger machen und was im Moment sehr erfolgreich ist. Hier lagert der Schatz des Unternehmens. Unbearbeitete europäische Hölzer aus Eiche und Buche. Der erste Schritt hin zu einem fertigen Stuhl. Hubert Döppert holt die Hölzer aus dem Dampfbad. Darin wird das Holz biegsam, sonst würde es brechen. Ein verantwortungsvoller Job, den der Tischler gerne macht. Dies mache ich jetzt schon hier. Seit 80 mache ich dies hier. Von meinem Vorgänger habe ich das übernommen. So lange mache ich das schon. Tag rein, Tag aus. Ich muss die ganze Firma anlaufen, sagt mein Betriebsleiter immer. Wenn ich nicht biege, dann läuft nichts mehr. Diese Maschine schleift das Holz glatt und in die richtige Größe und Dicke. Aus einem großen Stück werden zwei für die Rückenlehne. Simon Lindenroth bedient die CNC-Fräse. Hightech im Stuhlbau. Später muss alles auf den Millimeter genau passen. Der 23-Jährige aus Dülmen hat seinen Traumjob gefunden. Ich war letztens noch in Hamburg und da waren wir im Blockhaus und da stand alles voller unserer Möbel und das erfüllt dann schon ein bisschen mit Stolz dann. Weil ich habe jedes einzelne Teil in der Hand gehabt hier und verarbeitet und es macht Spaß. Aus genau 16 Teilen besteht der Stuhl. Durch 16 Ende geht also das Modell Rain, hier die Stuhlbeine. Geleimt wird wie vor Hunderten von Jahren. Allerdings übernimmt eine Presse das Zusammenstecken. Keine Schraube ist dazu nötig. Josef Wiedenlübbert klebt und befestigt nun das Sitzbrett. Seit 25 Jahren arbeitet er im Betrieb. Jedes Jahr zählt er als einziger die Stühle, die durch seine Hände gegangen sind. Es waren 16.000 im letzten Jahr. Das ist mein Stuhl. Schön, bequem, ein bisschen wippeln, aber gut hält, ja, hält. Ja, zufrieden. Immer wieder schleifen, bis der Stuhl ganz glatt ist. Er muss sich gut anfühlen. Die Kunden legen sehr viel Wert darauf. So ein Stuhl hält gute 50 Jahre. Der letzte Anstrich und fertig ist er. Viel Konkurrenz hat das Lüdinghauser Unternehmen nicht. Den Wettbewerb, den suchen sie mittlerweile in Deutschland. Das ist tatsächlich ein Problem. Also hier will ich auch gerne für diese Branche ja sozusagen eine Lanze brechen und mal deutlich sagen, es lohnt sich noch, Stühle hier zu produzieren. Altes Handwerk aus dem Münsterland neu aufgelegt.